Bereits mit 7 knackt er Zigarettenautomaten. Er schmeißt Stühle durch Fensterscheiben und fliegt immer wieder von der Schule. Mit 12 raucht er Haschisch und mit 14 zwingt er einen stadtbekannten Junkie, ihm seinen ersten Heroinschuss zu setzen. Heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen bei Mensch Gott und zum ersten Teil der Geschichte Leben für die Droge. Hallo Christian Boni. Hallo. Ja, Sie sind erwerbsunfähig wegen 15 Jahren Sucht. Es ist nicht spurlos an Ihnen vorübergegangen. Wie ist denn jetzt Ihr körperlicher Zustand? Die letzten Tage waren sehr schwierig, war ich sehr schmerzgeplagt, ging es mir nicht gut, habe im ganzen Körper die verschiedensten Schmerzen gehabt. Nervenschmerzen nenne ich sie immer, weil es sind irgendwie ja, einfach schwerwiegende Nervenschmerzen. Aber es geht mir momentan recht gut, also im Moment. Mussten Sie Schmerzmittel nehmen? Oder? Ja, also immer wieder seit Jahren. Mhm. Aber ich versuche diese Zeiten der Schmerzmittel so kurz wie möglich zu halten. Mhm. Es fing an, als Sie 14 waren. Da haben Sie einen Dealer gezwungen, Ihnen einen Heroinschuss zu verpassen. Was ist das für eine Situation gewesen? Ja, also gezwungen hört sich so krass an. Erpressen wird sich vielleicht besser anhören. Es war schlicht und ergreifend so, dass ich Kokain hatte. Er wollte das und ich habe mit ihm, sage ich jetzt mal, das ausgehandelt, dass er, wenn er mir das Heroin gibt und spritzt, im Gegenzug das Kokain bekommt. Mhm. Er war 7, 8 Jahre älter mindestens. Er hätte mir eine reinhauen können und alles wegnehmen, hätte er können. Aber er hat gewusst, dass da immer wieder was nachkommt an Kokain und hat halt gedacht, okay, ist für ihn ein besserer Deal, wenn er mir das macht. Und so war das dann auch. Also Sie waren 14 und haben schon mit Kokain gedealt? Ich habe nicht gedealt, aber ich hatte in regelmäßigen Abständen immer was. Also ich frage mich, was halt eben in einem Teenager vorgeht in diesem Alter, dass er schon so mit Drogen zu tun hat. Wie waren Sie drauf als Junge oder junger Mann? Also erstmal hat mich nichts interessiert. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich bin mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Ich habe mir nichts sagen lassen. Das war letztendlich so meine Bestrebung. Ich mache das, was ich will, egal was es mich kostet und was es für einen Preis kostet. Ich will leben, ich will Freiheit, ich lasse mir von niemand was sagen. Mhm. Also Rebellion pur bis zum bitteren Ende, sage ich jetzt mal. Aber das Ende konnte ich damals noch nicht absehen. Aber mir war letztendlich alle Arten von Konsequenzen egal. Die haben mich nicht interessiert. Also auch ein möglicher Tod, weil das weiß man ja, dass Drogen lebensgefährlich sind. Daran haben Sie nicht gedacht? Nee, über Tod habe ich mir keine Gedanken gemacht. Mhm. Das kam vielleicht mal später, dass man sich ein bisschen mit dem Tod auseinandersetzt. Aber auch später hat mich das nicht in irgendeiner Weise tangiert, herausgefordert oder belastet. Ja. Nein. Sie sind mehrmals von der Schule geflogen. Viele Male sogar. Ja. Was haben Sie angestellt? Wie schafft man das? Ich habe den Hausmeister angegriffen mit Gewalt. Ich habe gestohlen. Ich habe andere Schüler geschlagen. Ich habe, wie schon im Clip gesagt wurde, einen Stuhl durch eine Fensterscheibe geschmissen. Lehrer beleidigt. Geraucht. Also eigentlich alles gemacht, mit dem man die gesellschaftliche Ordnung der Schule mit Füßen tritt. Oder ja, Werte, gesellschaftliche Ordnungen, ja. Wie sah denn das Leben dann aus bei Ihnen nach dem ersten Schuss? Wie ging das dann weiter? Drogen nehmen und in die Schule gehen? Das ging so weiter, dass ich alles, was in meiner Macht gestanden hat, eingesetzt habe, um den Lebensstil, wie ich ihn wollte, mit Spritzen weiterzuführen. Das heißt, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau erinnern, was es jetzt alles war. Aber ich habe mit Sicherheit angefangen, recht schnell Drogen zu verkaufen. Ich habe Autoradios geklaut, ich habe andere Leute bestohlen, Familie bestohlen. Also alles, was man so kennt, was ein Junkie so macht, um an Geld zu kommen. Ja. Oder nicht alles, aber vieles habe ich dann Stück für Stück gemacht, je nachdem, wo gerade was zu holen war. Mhm. Es ist ein sehr destruktiver Lebensstil, klingt sehr zerstörerisch eben. Woher kam das, dass Sie so hoffnungslos waren?
Das verstehe ich noch nicht. Ja, also der Ursprung muss man mit Sicherheit in der Kindheit suchen. Mhm. Das heißt, das Elternhaus war extrem schwierig. Das heißt, die Beziehung zum Vater war sehr schwierig. Mein Vater hat mit Sicherheit damals auch Drogen genommen. Wir haben nie darüber richtig gesprochen, aber ich glaube, er hat es schon mal zugegeben. Aber ich kann mich an keine jetzt richtige Unterhaltung mit ihm erinnern. Mhm. Also ich weiß von Kokain und von Hasch. Das hat natürlich wieder Probleme gebracht, dass er auch sehr aggressiv wurde und die Atmosphäre zu Hause war eigentlich eine Katastrophe. Es war jetzt spürbar, wie ein Irrenhaus, wo der Anschlag der Spannung immer auf ganz oben steht. Also, dass man es kaum aushält. So war das für mich zu Hause. Ja, und Ihre Mutter hat uns auch mal erzählt, wie sie diese Zeit so erlebt hat. Das hören wir uns mal an. Einmal hat er mich bedroht. Mit einem kaputten Weißbierglas. Das war das einzige Mal, wo er mich bedroht hat. Und seine Augen waren so immer so komisch. Ich habe gesagt, Christian, was ist denn mit deinen Augen? Die schauen so komisch aus. Ach, was warst du immer mit meinen Augen? Du hast doch Paranoia. Das war immer sein nächstes Wort. Wenn ich ihn darauf angesprochen habe, hat er mich immer damit zurechtgegeben. Mutter, ich glaube, du hast Paranoia. Ja, es war einfach unfassbar. Ich konnte nicht an ihn rankommen. Es war ein Irrsinn. Einfach ein Irrsinn war das miteinander. Haben Sie das auch so irrsinnig erlebt zu Hause, wie Ihre Mutter? Nein. Mhm. Also das, nein. Das, ich war da kalt dafür, ja. Oder tot. Mhm. Natürlich, jetzt im Nachhinein war es, man kann es mit Worten nicht ausdrücken, wie schlimm es war. Aber ich habe es in der Zeit nicht so empfunden. Mhm, mh. Ja, ich wollte das einfach so, ich wollte es so leben. Ja, ja. Sie haben von der Stimmung zu Hause gesprochen, wie das war. Nehmen Sie uns da mal mit rein, wie muss man sich das vorstellen, wie das war bei Ihnen? Also für mich als Kind war das so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss meine Mutter beschützen. Mhm. Vor häuslicher Gewalt, sage ich jetzt mal so. Und das habe ich auch gemacht. Das Gefühl war immer, ich muss hart sein, ich muss stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen, keine Tränen, kein Leid, keine Trauer. Und das habe ich dann letztendlich auch mitgenommen in mein weiteres Leben. Also ich musste mich einfach irgendwie überleben zu Hause. Also so war das Gefühl für mich als Kind. Die Realität war natürlich auch so, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob die Realität und das Gefühl immer eins zu eins übereinstimmt. Mhm. Ich war ja ein kleines Kind. Ich weiß nur, was das zu Hause mit mir gemacht hat. Mhm. Ich wurde hart, radikal, gewalttätig anderen Kindern gegenüber und ja, einfach extrem verhaltensgestört, schon als Kind. Ja, Sie sagten, Sie mussten Ihre Mutter schützen. Gab es da konkrete Situationen? Ja, es gab natürlich verschiedenste konkrete Situationen, wo ich mich auch an einiges nicht mehr richtig erinnere. Aber ich bin mehrere Male dazwischen gegangen, wo meine Mutter geschlagen wurde. Und was haben Sie mit Ihrer Angst gemacht in dem Moment? Oder hatten Sie gar keine Angst mehr? Nee, ich hatte keine Angst mehr. Ich weiß auch nicht, wie lange ich Angst hatte. Also natürlich hatte ich vor meinem Vater lange Zeit Angst, ja. Aber in so Momenten ist bei mir hier irgendwie eine Sicherung durchgebrannt. Mhm. Ich hatte da keine Angst mehr, da hätte kommen können, was will. Und man hätte mich auch umbringen müssen, um mich zu bändigen. Mhm. Und so ist dann natürlich auch Gewalt gegen mich, sag ich mal, verübt worden oder so. Mhm. Weil ich ja auf meinen Vater los bin und versucht habe, meine Mutter zu schützen. Und ich mich nicht bändigen habe lassen. Also habe ich Schläge gekriegt. Mhm. Richtig stark Schläge. Das heißt, Sie haben sich noch gewehrt. Natürlich. Also so, ja. Ich habe mich gewehrt, bis ich nicht mehr konnte. Sie haben gesagt, dass Sie überleben mussten. Wie sah Ihre Strategie da aus? Was heißt das für einen 14-Jährigen, überleben zu müssen zu Hause? Ja, für einen 14-Jährigen überleben, so dieses Gefühl, überleben zu müssen, hatte ich eher, wo ich jünger war. In meinem Alter von 6, 7 oder sogar 4, 5, 6. Mhm. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Aber dieses Überleben hat dann andere Sachen hervorgerufen, nämlich die Radikalität in meinem späteren Leben, dass ich
auf Sachen ganz anders reagiert habe, wie man normal reagiert. Auf Streitereien, auf Kleinigkeiten habe ich anders reagiert. Ich habe einfach, wie ich zu Hause das gemacht habe, du musst eiskalt sein, du musst brutal sein, kein Leid, keine Tränen zu zeigen, ja, irgendwie hart werden, habe ich das dann bei Kleinigkeiten schon extrem mit extremer Gewalt umgesetzt. Habe Kindern Sachen auf den Kopf gehauen zum Beispiel oder habe einen im Nähunterricht die Hand durch die Nähmaschine gelassen wegen einer Nichtigkeit. Also auf die Nähmaschine gedrückt und seine Hand durch. Und er hat sich die Hand total verstochen. Mhm. Also so richtig verrückte Sachen. Also ich habe, um das auf den Punkt zu bringen, auf die kleinste Anfeindung gegen mich mit einer extremen Radikalität reagiert, um den Leuten klarzumachen, lasst die Finger von mir. Ja. Ich will von euch nichts, aber lasst mich in Ruhe, weil ich bin gemeingefährlich. Sie sind immer weiter in die Sucht hineingekommen, haben regelmäßig Drogen genommen. Wie haben die Drogen Sie dann verändert auch? Also ich habe das gar nicht letztlich so gemerkt. Da müssten andere Leute Zeugnis geben. Aber ich habe natürlich immer mehr gelogen, betrogen. Ich habe nichts gegeben auf das Leben von anderen oder immer weniger. Ich habe meine Mutter nicht mehr respektiert mit Beschimpfungen. Ich habe nichts respektiert. Es hat mich einfach zum kalten, egoistischen und über Leichen gehenden Menschen gemacht. Mehr und mehr. Sozial sind alle Verbindungen kaputt gegangen. Also ich habe mich sozial total isoliert, sage ich jetzt mal, von der Gesellschaft. Ja. Gab es einen Punkt, wo Sie gedacht haben, dass Sie mal von den Drogen wieder loskommen wollten? Gab es so Momente? Ich glaube, bis zur ersten Therapie nicht. Nee. Nicht. Für mich war das genau mein Ding. Koks und Heroin gemischt zusammen in einer Spritze war für mich das Nonplusultra. Da habe ich gesagt, das ist genau die Droge, die wo für mich gemacht ist. Die gibt mir den ersten Hammerkick durch das Kokain, wo einem, sage ich jetzt mal, die Schädeldecke abhebt. So wie ein Düsenjet durch die Blutbahn. Und dann das total Beruhigende, wo danach kommt durchs Heroin. Mhm. Und diese Mischung war für mich, ich hab mal gesagt, das ist genau das, was für mich erfunden wurde. Also ich konnte mich damit total identifizieren. Sie sprechen das an, die erste Therapie, es kam dazu. Wie denn dann, um Himmels Willen? Ja, meine Mutter ist zum Glauben gekommen an Jesus. Sie hat sich zu ihm bekehrt. Das heißt, sie hat ganze Sache mit ihm gemacht, hat ihm sein Leben gegeben, ist Christin geworden und hat dann eine Veränderung durchgemacht, ich muss das jetzt komprimieren, hat eine Veränderung durchgemacht, die wo für mich sichtbar war, in ihrem Alltag, nicht irgendwie so Sonntagsgesicht aufgesetzt und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern sie hat sich zu Hause verändert. Sie ist liebevoller geworden, geduldiger, nicht mehr so depressiv. Meine Mutter hat sich von einem zerstörten Elend, was sie war, durch meinen Bruder, mich und meinen Vater, zu einer Person entwickelt, wo Lebensfreude wieder ausstrahlt. Mhm. Und das hat mir gezeigt, ja, mit meiner Mutter ist was passiert. Und so war auch dann der Weg letztendlich auf Therapie. Sie hat mich mitgenommen zu christlichen Veranstaltungen, wo ich widerwillig mit bin, aber immer wieder mit. Und so kam dann halt die Kontakte, dass ich letztendlich auf einer christlichen Therapie gelandet bin. Also es wundert mich jetzt, weil Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben eigentlich gar nicht mehr die Peilung gehabt, wie es anderen Leuten noch ging. Aber das haben Sie festgestellt, dass Ihre Mutter sich irgendwie verändert hat. Ja, ich meine, das ist ja auch nicht schwer, wenn man jetzt nach Hause kommt und da ist ein Mensch, der wo psychisch einfach total am Ende ist, nicht mehr richtig lachen kann, Depressionen hat. Ich glaube sogar, dass sie auch zu der Zeit Alkoholprobleme hatte, aber immer in Phasen. So ein Mensch verändert sich dann auf einmal. Man kommt nach Hause, da läuft Lobpreis, die Mutter ist gut drauf. Man sieht mit der Mutter, die wo vorher, sage ich jetzt mal, ein Häufchen Elend war, verändert sich was, dann wird man einfach neugierig. Oder zumindest überlegt man dann, was ist da los. Ja. Und dann hat sie einfach zu einer christlichen Veranstaltung mitgenommen. Wie haben Sie darauf reagiert? Hat Sie das nicht gewundert? Waren Sie überhaupt offen dafür? Meine Erinnerung. Ich weiß zumindest, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, dass ich immer sehr aggressiv auf Lobpreis reagiert habe. Also das ist christliche Musik? Christliche Musik, richtig. Also wo Gott angebetet wird in Liedern. Ja. Ja. Im Endeffekt ist das auch in einer ganz normalen Kirche Lobpreis, nur man nennt es nicht so. Und es hat mich brutal aggressiv gemacht. Da ist in mir was hochgestiegen, wo ich hätte töten können. Und ich habe dann diesen Kassettenrekorder
die Musik immer ausgemacht. Aber sie ist nicht locker geblieben, hat mich immer wieder eingeladen und ich bin dann doch irgendwann mal mitgegangen und habe da meine Erfahrungen gemacht und bin auch berührt worden. Ja. Da ist was durch meinen harten, versteinerten Kern durchgekommen, an Emotionen, an Gefühlen, an Verlorenheit, an Hoffnungslosigkeit, wo ich in mir hatte, aber nicht gespürt habe, weil die abgetötet waren, habe ich da erlebt in den Gottesdiensten, dass ich gespürt habe, wie tief kaputt ich eigentlich bin. Aber es war alles noch so weit weg. Das waren die ersten Erfahrungen mit Gott, mit seiner Liebe, die haben mich da berührt. Und haben Sie ein Beispiel? Ja, ein Beispiel. Meine Erinnerung ist wirklich, was das betrifft, sehr, sehr schlecht. Aber welcher Gottesdienst und wo, weiß ich nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall mit ihr und mit einem Freund von mir, der hat sich leider erschossen vor vielen Jahren, dorthin. Und ich bin da regelrecht zusammengebrochen. Das heißt, ich habe nur noch geheult und geheult und geheult und wusste eigentlich gar nicht, warum. Es hat mich irgendwas, was da gesungen, geredet, gesagt wurde, tief erschüttert. Und dann habe ich mich sehr, sehr geschämt, weil was passiert da gerade mit mir und was war das denn und so. Und das war also so eine Berührung mit, weiß ich heute, mit Gottes Liebe. Er hat angefangen, meinen Kern, meine Mauern, mein eiskaltes Wesen aufzulockern, Sie haben durchzudringen. Weil weinen war ja nicht, sie mussten ja hart sein. Richtig. Und waren radikal und auf einmal... Genau. Voll der Zwiespalt auch, was geht mit mir, was läuft da gerade ab. Aber ich habe an meiner Mutter gesehen, dass das für sie positive Folgen hat. Und das ist auch auf mich übergesprungen. Und was man natürlich ganz klar sagen muss, meine Mutter hat angefangen für mich zu beten. Viel, viel, viel zu beten. Und wie sind Sie dann an den Therapieplatz gekommen? Das ist eine gute Frage, weil bis heute ist mir das unerklärlich, dass ich da gelandet bin, wenn man es jetzt so sagt. Natürlich ist mir klar, dass die Gebete einfach gewirkt haben, weil ich wollte da nie hin. Die Termine waren eine Katastrophe. Ich war immer unterwegs und meine Mutter hat gesagt, ja, wir haben da einen Termin, bitte komm und so weiter und so fort. Du musst kommen und ich wollte da nicht hin. Alles in mir hat sich gesträubt, dorthin zu gehen. Aber ich bin trotzdem irgendwie gekommen. Ich bin da hingegangen, ich habe mich mit meiner Mutter getroffen, wir sind hingefahren. Und ich bin letztendlich bei diesen Vorbesprechungen gewesen. Mhm. Ich glaube, bei fast allen, die wo Bedingungen waren, um dorthin zu kommen. Mhm. Und ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, was machst du da eigentlich? Mhm. Ich habe wieder gegen meine Natur gehandelt. Ja. Es stand doch sicher dann auch erstmal ein Entzug an oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist schon eine Weile her. Mhm. Und da waren die Regeln, sage ich jetzt mal, für das, dass man auf Therapie aufgenommen wird, noch ein bisschen lockerer. Mhm. Die haben von mir nur verlangt, dass ich mich runterdosiere. Weil ich war auf allen möglichen Sachen, auf Tabletten, auf Kodeinsaft und auf Koks und auf Heroin. Also eigentlich fast alles. Mhm. Und die haben halt gesagt, lass mal das ganze Zeug weg, nimm nur noch Kodein. Sehr blauäugig und ich, ja, mache ich. Aber eigentlich hat sich meine Dosis ständig erhöht. Aber weil ich ja nicht, also sozusagen dumm war, ich habe auch im Drogenbusiness und in den ganzen Machenschaften sehr, sehr viel erreicht und meistens das bekommen, was ich wollte, habe ich einfach kurz vorher oder ein paar Stunden vorher mich nicht so zugeballert, dass ich da einigermaßen clean hinkomme. Also clean, das kann man nicht verwenden, das Wort. Okay. Einigermaßen hinkomme und das hat funktioniert. Mhm. Ich konnte denen was vorspielen. Ja. Die haben, Also sie haben praktisch getrickst oder so, wie konnte denn die Therapie dann überhaupt greifen? Was lief da ab? Ich bin dort angekommen und das weiß ich auch jetzt nur, weil ich mit meiner Mutter vor einigen Wochen darüber geredet habe. Wir sind auf der Therapie angekommen und ich war so zu, dass ich die Stufen der Therapie zum Eingang nicht mehr hochgekommen bin. Und normalerweise wollte er mich wegschicken. Und er hat im Nachhinein auch gesagt, er weiß nicht, warum er mich nicht weggeschickt hat oder zumindest in die Entgiftung gebracht. Er hat mich aufgenommen. Wer jetzt genau? Der Leiter von der Therapie. Okay. Ja, der damalige Leiter von der Therapie hat mich trotzdem aufgenommen. Und ich habe dann dort, also auch normalerweise gegen seine Anschauung, weil normalerweise kann man jemanden, wo es so kommt, nicht aufnehmen. Aber es war auch Gottes Fügung, weil ich wäre gestorben. Ich war am Limit. Ich war auch schon krank und meine Venen und alles Mögliche war in meinem Körper schon kaputt. Ich weiß nicht, wie viel ich gewogen habe, aber ich glaube, ich habe keine 50 Kilo mehr gewogen oder knapp 50 Kilo, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich war am Ende. Und er hat mich aufgenommen und ich habe dann dort in dieser Therapie bei Stuttgart in Warmbronn
den Entzug gemacht. Okay. Und was hat Ihnen das dort dann weiterhin gebracht? Was haben Sie dort erlebt? Also ich habe dort recht schnell als erstes Mal den Entzug erlebt. Mhm. Der Entzug, weil er kalt war, war eine Höllenqual. Ja. Es war übrigens auch von sehr, sehr vielen der schlimmste Entzug meines Lebens, obwohl er nur sehr kurz war. Mhm. Also ich habe erlebt, weil ich nicht mehr weiter wusste und auch epileptische Anfälle hatte und alles, ich kann mir gar nicht beschreiben, was ich alles hatte. Ich war ein Häufchen Elend und ich konnte vom Bett nicht mehr aufstehen, dass die für mich beten wollten, weil es war eine christliche Therapie. Und ich habe mich aber gewehrt ziemlich lange. Nein, ich lasse nicht für mich beten und geht weg und so. Und dann aber irgendwann war ich so tief unten und habe keinen Hoffnungsschimmer mehr gesehen und habe für mich beten lassen. Mhm. Und dann haben die Hände auf mich gelegt und haben gebetet. Meine Mutter war auch da, die wurde angerufen, dass sie kommt, weil es mir so schlecht ging. Und dann haben sie für mich gebetet. Und dann ist Frieden in mich gekommen. Also ich habe gespürt, wie Wärme in meinen Körper kommt, weil ich habe bitterlich gefroren und geklappert. Alles an mir hat gezittert. Und dann kam Wärme in mich und ich bin ganz ruhig geworden. Und Friede ist in mich gekommen und dann bin ich eingeschlafen. Und bin laut meiner Mutter, habe ich 10 oder 12 Stunden geschlafen. Und jeder Junkie, der, wo das weiß, der weiß, man kann Wochen nicht schlafen. Und ich war auf einer massiven Dosis, also wirklich massiv. Ich glaube 150 Milliliter Kodeinsaft am Tag, 2,5%. Und ich sage das, damit die Junkies wissen, von was ich rede. Und noch Rübenol und alles Mögliche. Und ich wache am nächsten Morgen auf und ich sage, Mama, bist du da? Dann sagt sie, ja. Dann sage ich, ist alles weg? Dann sagt sie, wie? Dann sage ich, mir geht's gut. Dann sage ich, ich habe keinen Entzug mehr. Ja, und ich konnte das da gar nicht so einordnen. Und ich habe, der Entzug war weg. Und ich habe dann gewartet, bis er wiederkommt. Weil ich meine, klar, ich habe so lange genommen, der muss ja wiederkommen. Kann ja nicht weg sein. Aber der Entzug ist nicht mehr gekommen. Kein Frieren, kein Schwitzen, dieser Entzug war weg. Und da habe ich mir Gedanken gemacht über diesen Gott, über diesen Jesus in dem Namen, wo sie gebetet haben für mich. Weil jemand, wo das erlebt, ein Junkie, wo das erlebt, dass Gottes Kraft so real ist, der macht sich dann Gedanken darüber, normalerweise. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und habe angefangen, ihn zu suchen, was ich nicht wusste, dass er mich schon viel früher gefunden hat. Weil alles, was passierte mit meiner Mutter und die weiteren Wege, dass ich überhaupt da gelandet bin, war von ihm geführt, weil ich wäre da niemals gelandet. Sie waren früher total hoffnungslos oder hatten einfach keinen Bock sozusagen. Wie war das jetzt für Sie? Auf der Therapie, meinen Sie? Nach diesem Erlebnis? Es war trotzdem schwer, schwer dort zu bleiben. Aber es hat sich was in mir verändert. Und zwar hatte ich einen ganz, ganz großen Bonus bekommen von Gott. Und das ist auch ein Wunder, weil er hat mir den Suchtdruck weggenommen. Die meisten Süchtigen kämpfen jahrelang mit diesem Suchtdruck. Die sind zwar clean, die leben clean, mehr oder weniger bürgerlich und so, aber sie haben den Suchtdruck. Oh, Drogen, denken an Drogen, träumen von Drogen, wollen Drogen. Und ein anderer Teil in ihr will sie nicht, aber der andere Teil will sie doch. Sie sind zerrissen. Das hatte ich nicht. Ich war frei. Ab diesem Gebet hatte ich keine Gedanken mehr an Drogen. Klingt super. Also als hätten Sie es geschafft. Ja. War es so oder wie? Also ich habe zumindest eine ganz große Etappe geschafft. Ich habe dort die Therapie beendet. Ich habe dort ganz, ganz viel gelernt, wie man umgeht mit anderen Leuten, christliche Werte, beten, stille Zeit, das heißt morgens mit Gott den Tag anzufangen. Gemeinschaft, Sozialkontakte wieder. Das habe ich alles gelernt wieder. Ich habe meinen Schulabschluss nachgemacht, meinen Autoführerschein und ich hatte eine gute Voraussetzung für ein glückliches, gesundes, weiteres Leben. Ja. Hätten Sie je mit einem Rückfall gerechnet? Nee. Leider kam es aber dazu, Ihre Hoffnungen und Träume auf ein neues Leben wurden leider erst mal zerschlagen und auch für Ihre Mutter ist da eine Welt zusammengebrochen. Das kann man eigentlich kaum ertragen. Es ist eigentlich unerträglich. Es ist eigentlich unerträglich. Christian, es war nicht mehr der Christian, es war ein Roboter, ein halbes Monster. Also so steif und
Aber ich sag ja, ich habe ihn abgeholt in Zehenlaufen und habe mir gedacht, mein Gott. Und dann habe ich gesagt, Christian, ich lasse dich nicht einfach so gehen. Ich gebe dich in Gottes Hände. Ich gebe dich in Gottes Hände. Waren Sie dort nicht schon längst? Okay. Meine Mutter erzählt, ich habe mich da rausbewegt. Ich habe das nicht zu schätzen gewusst. Ich war jung, ich wollte leben. Ich habe Fehler gemacht, die muss ich mit dem Christentum nicht vereinbaren. Also ich habe seine Gebote mit Füßen getreten, die wir uns zum Besten dienen sollen. Und ich habe mich aus seiner Gnade rausbewegt. Und das Ende vom Lied oder der Anfang von dem Ganzen, was dann kam, war, dass ich wieder rückfällig geworden bin und alles viel, viel schlimmer geworden ist, wie es jemals war. Ja, das ist der erste Teil der Geschichte. Wie sich das auflöst, werden wir noch in einer nächsten Sendung erfahren. Bis hier erstmal vielen Dank für den Bericht. Ja, sein Glück war leider nicht von langer Dauer. Christian Boni wird rückfällig und hat dabei noch keine Vorstellung davon, wie viel tiefer er noch fallen kann. Die Fortsetzung seiner Geschichte erfahren Sie im zweiten Teil von Leben für die Droge nächste Woche hier bei Mensch Gott oder schon jetzt in unserer Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal. Bis dann. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 1414 oder per Mail an menschgott@erf.de.